herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Starfield. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir machen weiter und sollen sabotieren. Sprich Masako. Sprich mit Masako. Masako. Hallo. Masako. Man kann hier nichts machen, ohne auf die Ja, ja. Irgendwas stoßen. Vielleicht auch jemand runterstoßen? Ich warte hier schon ewig. Ja, das ist richtig. Das hast du uns schon 200.000 Mal gesagt. Ich hasse Warten. Ah, da bist du ja. Vina hat zwar gesagt, dass du sofort wieder fit bist, aber ich war skeptisch. Hoffentlich hatte sie auch mit der Behauptung, keine Hirnschäden, recht. Nachdem du jetzt mit dem internen Neuroamp ausgerüstet bist, wird es Zeit, ihn einzusetzen. Wir schleusen dich bei Infinity Ltd. ein. Jetzt lernt Lucas Drexler, warum man Ryujin Industries lieber nicht bestehlen sollte. Er wird sich wünschen, nie von dem Minion-Projekt gehört zu haben. Ich lasse ihn mit seinem Leben bezahlen. Nein. Hauptsache, er landet in der Gittern. Ich bin bereit. Schön, dass wir in der Sache derselben Ansicht sind. Gut. Yuko hat uns einen Grundriss von Infinity Ltd. beschafft. Du hast bei dieser Mission zwei Optionen. Wir stellen dir die Mittel für beide bereit. Option A. Du kommst über den Wartungszugang auf dem Dach ins Gebäude. Option B. Du bekommst eine falsche Identität und wir arrangieren ein Meeting. Das war die Zukunft. Habt ihr das gesehen, wie hochauflösend das war? Es war, als wird man dort stehen. Okay, krass. Okay, Option A. Ich will direkten Kontakt um jeden Fall vermeiden. Ich würde Gelegenheit gerne nutzen, um mein Schauspieltalent unter Beweis zu stellen. Nö. Ich wüsste, die gibt hier unterwegs sein. Ja, je weniger Leuten du begegnest, desto besser. Idealerweise gar niemandem. Also je nachdem, welche Option du wählst, bist du entweder im Wartungsgang oder in der Marketingabteilung. Von dort aus hast du drei Ziele. Das erste Ziel ist der Computer von Lucas Drexler in seinem Büro auf der Chefetage. Zweitens, Fei Song-Savans Computer in der Forschung und Entwicklung. Drittens, du musst ihren Prototypen beschaffen, auch aus der F&E-Abteilung. Wie du siehst, hast du mehrere Ebenen vor dir. Das wird also wohl ein ziemliches Abenteuer. Das ist kein Problem, das kriege ich hin. Das ist ganz schön viel, das ich machen muss, ohne erwischt zu werden. Das würde deutlich schneller gehen, wenn ich die Sachen direkt angehen könnte. Nein. Wie weit komme ich mit Identitäten, mit der Identität rein, die ihr mir besorgen wollte? Freie Hand hast du nur auf der Marketing-Etage. Infinity ist zwar geizig, aber sie wissen auch, dass ein Mindestmaß an Sicherheit zwingend nötig ist. Okay. Ich richte das hin. Genau darauf zählen wir. Also, ich habe Ularu ein Programm schreiben lassen, das du auf Lucas und Face Computer ausführen musst. Sie erklärt dir die Details. Okay. Sobald wir Infinity Ltd. auffliegen lassen, werden ihre gesamten Daten genau unter die Lupe genommen. Die Öffentlichkeit soll nur erfahren, dass sie Söldner angeheuert und ungenehmigte Tests an Menschen durchgeführt haben. Dominion muss geheim bleiben. Ich habe ein Aufseherprogramm geschrieben, das alle Beweise sammelt, die wir benötigen, und gleichzeitig alles löscht, was mit Ryujin und dem internen Neuroamp zu tun hat. Die Öffentlichkeit wird also nie erfahren, dass Infinity Ltd. erfolgreich bei Ryujin geklaut hat. Klar, eine strafrechtliche Ermittlung wäre nicht gerade die beste Werbung für die neue Technologie. Wie unsere illustre Genevieve sagen würde, nur geplantes Marketing ist gutes Marketing. Bei dieser Technik ist klar, warum ihr kontrollieren wollt, wie sie aufgenommen wird. Aber die Methoden sind mir zuwider. Würden die Medien ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen, würde das nur Panik unter den Menschen verursachen. Es ist essentiell wichtig, das Narrativ zu kontrollieren. Hoffen wir, dass das Programm so gründlich und sicher ist, wie ihr behauptet. Also wir wollen nicht, dass jemand zu Schaden kommt. Ein Aufschrei über Morde würde von unserem Ziel ablenken.
Sofern deine Begleitung also nicht buchstäblich eins mit den Schatten werden kann, solltest du vielleicht besser allein gehen. So ist es. Wir wissen von Simon Ritschek, wie man die Zivilisten aus dem Gebäude evakuieren lassen kann. Du kennst ihn ja bestimmt noch von Cydonia. Infinitys Wartungscrew ist unterbesetzt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Druckventil zu lange unkontrolliert bleibt und sie ein Riesenproblem haben. Wenn der Druck zu sehr ansteigt, kommt es in allen Stockwerken des Gebäudes zu Gaslecks, wodurch automatisch ein Evakuierungsalarm ausgelöst wird. Simon hat uns die Zugangsdaten für ihren Steuercomputer beschafft. Du kannst also das Heizungssystem ausfallen lassen. Hm. Das ziehe ich in Erwägung. Je weniger Leute im Gebäude sind, desto besser. Ganz meine Meinung. Du bekommst außerdem einen Dienstanzug. Das macht es ihnen schwerer, dich zu entdecken. Diese Anzüge sind eigentlich den Rang höheren Agents vorbehalten, aber wir wollen das Risiko minimieren. Dann hätte ich schon lange einen gebrauchen können. Nee, danke für den. Dann habe ich definitiv Verwendung. Steige ich damit offiziell zum Agenten mit Senior-Status auf? Bitte, du bist eine Ausnahme. Ja, genau. Aber nach dieser Mission können wir über eine Beförderung reden. Das ist schön. Vielleicht wird ja dein Platz frei. Ich hoffe, du lässt diesen Worten auch Taten folgen. Nein, habe ich noch nie. Wenn du das Overseer-Programm ausgeführt und den Prototypen sichergestellt hast, musst du nur noch die Slate zu David Barron in der SNN-Redaktion bringen. Gib ihm notfalls genügend Informationen, um sein Interesse zu wecken, ohne dabei Ryujin zu erwähnen oder zu sagen, wer du bist. SNN arbeitet oft mit anonymen Hinweisen. Sie werden eigene Recherchen anstellen, um die Geschichte zu bestätigen. Das wird das Highlight der Konzerngeschichte. Ja, ich würde gern Lukas' Gesicht sehen, wenn die Nachrichten im ganzen System gesendet wird. Ich auch. Also, noch irgendwelche letzten Fragen? Wer bist du nochmal? Nein, ich bin bereit. Viel Glück und erstatte mir persönlich Bericht, wenn du zurück bist. Hier sind Simons Zugangsdaten, dein Dienstanzug, das Overseer-Programm und deine Tarnidentität. Deine Deck-ID-Karte verleiht dir Zugang vom Dach und zum Aufzug. Damit kommst du also ins Gebäude. Vermassle das nicht, Skylar Lumen. Ich versuche mein Bestes. Ich habe dich im Blick. Das ist schön. Der Chefetage hat Ryujin keine Kosten gespart. Hast du das Programm? Hier, und tu, was du tun musst. Mit Vergnügen. So, lass mich mal sehen. Die Entschlüsselung ist auf etwas gestoßen. Da steckt etwas drin. Das ist genau, was wir brauchten. Diesem Code nach hatte Ularu vor, es durch falsche Beweise so aussehen zu lassen, als würde Masako mit Lukas zusammenarbeiten. Hättest du dieses Overseer-Programm ausgeführt, wären eine Reihe von gefälschten Nachrichten in das Netzwerk von Infinity LTD geladen worden. Masako soll sogar Lukas zu frühzeitigen Versuchen an Menschen ermuntert haben. Erst Imogen, jetzt Masako. Ularu nutzt andere nur als Sprossen ihrer persönlichen Karriereleiter. Niemand ist sicher. Ich werde die nötigen Dateien von dieser Slate kopieren und dir eine neue geben. Das Original muss als Beweis gegen Ularu unangetastet bleiben. Alles klar. Bekomme ich jetzt eine Slate? Jetzt haben wir endlich die nötigen Beweise für Ularus Verrat. Gut, dann knöpfen wir uns Ularu vor. Sie verdient alles, was auf sie zukommt. Und mehr. Ularu wollte also Masako belasten und dafür das Overseer-Programm verwenden? Eine Sache erledigt.
jetzt schalten wir Infinity LTD einen Besuch ab. Wir starten. Ja, ich freue mich darauf, das alles hinter uns zu haben. Ja, bitte. Ohne diese gefälschten Beweise erwartet Ularu eine große Überraschung. Sie kann es sicher gar nicht erwarten, dass der SNN den Bericht über die Vergehen von Lucas Drexler und Masaku ausstrahlt. Hier ist die neue Slate mit dem aktualisierten Overseer-Programm. Lass uns diese Sache richtig zu Ende bringen. Okay, wir gehen nach New Atlantis. So, New Atlantis, ich komme. Ich hab schon mal... Ja, ja. Ich hab doch keine Schmuggelware. UC Security hier. Wir scannen jetzt nach Schmuggelware. Okay, wir sind fertig. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Dankeschön. So, meine Gute. Wenn es okay ist, würde ich gerne möglichst bald mit Admiral. Nimm dir Zeit. Tschüss. So. Jetzt geben wir erstmal die neue Klamotten. Erstmal neue Klamotten. Darf ich die behalten? Die sehen cool aus. Okay. So, wo müssen wir eigentlich hinreiten? Los. Gut. Dann können wir noch mal schnell. Ja, ja, ich hab da. Sich einen Alien-Virus eingefangen und war nun... Oh nein, ein Alien-Virus. Grauslich. So. Das wäre dann der Vordereingang und wir müssen jetzt im Hintereingang. So, Heizungssystem sabotieren. Okay, das ist das Heizungssystem. Ich glaube, da fällt mir bestimmt. Das Stichwort für diesen Skill.
schleichen wir mal ganz vorsichtig hier lang. Du bleibst da oben, oder? Sehr gut. Sollten wir ein bisschen mehr Ruhe haben jetzt. Zwar nur ein bisschen, aber immerhin. Schnell mit Gas, du. So, ich müsste aber dann hier irgendwo denke ich mal weiter, oder? Na, wahrscheinlich jetzt da. Doch. Nee, das ist etwas, was man hier machen kann bei dem. Ich wollte jetzt gucken, ob ich da noch irgendwelche anderen Sachen mit dem machen kann. Achtung, Gasleck. Alles nicht essentielle Personal muss das Gebäude verlassen. Bitte den nächsten Ausgang nutzen und den Notdienst kontaktieren. Wir machen mal das Licht aus. Vielleicht bringt das ja was. Gemacht. Er ist irgendwo blindlings hingerannt. Ich habe nichts gesagt. Ich war's nicht. Hm. Egal. Ja, warte mal, unter uns ist das, oder? Ah ne, ganz unten. Da ist irgendwas über uns. Na, wir gehen mal hier rein.
Egal, wir gehen mal weiter runter. Gucken, wo wir hier rauskommen. Auf dem Klo kommen wir raus. Sehr gut. Schießen könnt ihr auch gut. Ihr seid Stromtruppler, wa? Ich sehe den Dampf. Entwischt. Erwischt. Ziel gefunden. Achtung. Hä? Warum gucken die in die Richtung, wo ich bin? Ist doch schon wieder albern. Das ist doch schon wieder albern. Bitte den nächsten Ausgang nutzen und den Notdienst kontaktieren. Also du bist gezwungen, diesen Skill zu nutzen. Okay, ich würde sagen, das gucken wir uns mal in der nächsten Folge an, ob wir das hier schaffen oder nicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, euch eine wunderschöne und angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal, euer Gonrock. Bye, bye. Habe Kontakt mit dem Ziel verloren. Ja, richtig.